Gut, also wir kommen zum dreisatzigen Treffen. Wir wollen loslegen mit einem Einsteiger-Tutorial in Continuations. Ja. So, Continuations habe ich mir gedacht, erkläre ich am liebsten in einer iterativen Sprache. Das heißt, ich habe mir überlegt, welche Sprache ich übernehmen wollen würde. Meine zweitlieblingste Sprache ist ja Perl. Aber jetzt nämlich nicht Perl, vor allem weil Preaching nicht da ist. Und dann wäre ich ja ganz alleine hier als Fan von Perl. Deswegen nehme ich meine lieblingsiterative Programmiersprache. Und die ist? Haskell! So. Also man kann ja wunderbar auch in Haskell imperativ programmieren, ja? Mit Hilfe der Luna. Jetzt gibt es noch ein Problem, Haskell selbst kennt gar keine Continuations. Ist schlecht, aber ist nicht so schlimm, weil Haskell ist mächtig genug, dass man Continuations selbst entwickeln kann. Ja? Und das werden wir im Verlauf des Wortes auch machen, aber jetzt will ich schon die fertig entwickelte Lösung hier verwenden. Und wenn ich eben die Magie von Continuation, was immer das sein wird, anschalten will, muss ich das davor schreiben. Und jetzt kann ich hier mit Continuations umgehen. Erstmal mal kurz, was bisher alles kompiliert. Okay. Gut. So, also hier können wir jetzt ganz normal imperativ programmieren, zum Beispiel irgendwie Hallo Welt schreiben. Und wenn wir das ausführen, steht Hallo Welt. So, beide in Ordnung, ja? Also das erste Ziel von dem Protokoll soll sein, dass ihr einfach versteht, was Continuations sind. Das erste Ziel besteht noch nicht darin, dass ihr auch checkt, wie das in Haskell umgesetzt wird. Das sind zwei verschiedene Sachen, ja? Und ich denke, auf der ersten Schiene sind wir bisher alle gut dabei, ja? Auch wenn ich nicht erklärt habe, was Lib.io jetzt macht oder sowas, ja? Kann man irgendwie erraten, dass das ein Programm ist, was halt Hallo Welt auf dem Bildschirm ausgibt. Ja. Genau, zweiten Fehler machen. Haskell macht Spaß oder sowas. Auch wieder ausführen. Und dann haben wir jetzt die Gut. Und hier zwischen jetzt können wir das erste Mal die Magie von Continuations machen. Okay, also was ist eine Continuation? Eine Continuation stellt den weiteren Fortgang des Programms dar. Continuation gibt es mental in jeder Sprache, weil in jeder Sprache ist es so, dass das Programm immer irgendwie weitergeht, nachdem irgendwas im Zwischenschritt erledigt wurde. Ja? Aber in nicht so vielen Sprachen hat man Zugriff auf die Continuation und kann die manipulieren. Und in Sprachen wie Haskell mit diesem Modul geht es eben schon, oder in Sprachen wie Scheme geht es eben schon. Und wie das aussieht, zeige ich euch. Das kann so aussehen. Also mit dieser magischen Zeile haben wir jetzt Zugriff auf die aktuelle Continuation K. Und was wir zum Beispiel machen können, ist diese Continuation aufrufen mit dem Wert 10. So. Dann kopiert es immer noch und das Programm macht auch immer noch genau dasselbe. Das da ist tatsächlich einfach nur eine Kurzschreibweise, also dieses ganze Programm jetzt, das hätte ich auch anders schreiben können, nämlich einfach so, dass ich hier sage 10. Ja? Denkt dran, Return ist Haskell-Sprech nicht dafür, dass die Subroutine verlassen wird, es gibt nämlich keine Subroutine in Haskell, die verlassen werden, sondern nur evaluier mal hier die Zahl 10 und mach aber sonst nichts mit ihr. Ja? Wir können das ein bisschen spannender machen, wenn wir sagen, das Ergebnis davon kommt in eine Variable x. Und dann können wir hier zum Beispiel ausgeben, was das Ergebnis war. Ja? Irgendwie sowas wie im String das Ergebnis lautete und dann print x. So, jetzt kommt ein Fehler, warum? Musst du schauen? Der Typ ist zu allgemein. Was x? Ich nehme mal das x, genau. Machen wir hier mal int aus. Nee. Dann lass mal kurz die Monomorphismen-Erweiterung. Diese Restriction deaktivieren. Alles klar, dann lass mal die Fehlermeldung lesen. Achso. Okay, hier das unter Main. Du hast kein Language vorher, oder? Vorher hatte ich kein Language, aber es war nur in dem Main-Strich. So, und jetzt. Okay, also, Hallo Welt, das Ergebnis lautet 10, Haskell macht Spaß. Das war die Ausgabe hier, ja? So, und das da ist also bisher nur umständlich geschrieben für, ich hätte es auch einfach schreiben können, so dass wir das gleich 10, ja? Weil,
was passiert ist, wir verschaffen uns Zugriff zur aktuellen Continuations, also zum Fortverlauf des Programms, und dann rufen wir diese Continuation auf mit dem Wert 10. Was interessanter ist, was wir machen könnten, wäre, die Continuation gar nicht aufzurufen. So. Seht ihr, hier in diesen Zeilen wird K nicht aufgerufen. Das heißt, was wird passieren, wenn wir das jetzt aufrufen können? Diesmal X wirklich natürlich, diesmal ist es korrekt. Das muss ich XTP geben, ich mache das hier. Jetzt brauchst du noch Scope Type Variables. Jetzt brauche ich noch Scope Type Variables, aber das wollen wir nicht. Und ich mache Tipp nämlich. Typed. Ja. Alles klar. Ganz kurz, bevor es weitergeht mit Continuations, nur was war gerade diese Typfehlermeldung. Ich habe hier eine PrintX. Print ist eine magische Routine, die kann alle möglichen Haskell-Datenstrukturen rausgeben, aber dazu muss der Typ von X zur Compile-Zeit feststehen. Das stand er eben nicht fest, bevor wir den hier auf in fixiert haben, weil Haskell keinerlei Anhaltspunkt hatte, um den Typ von X zu erschließen. Vorhin hatte das Haskell, weil ich habe hier 10 verwendet und von 10 weiß ich, dass das eine Zahl ist. Aber jetzt habe ich das X einfach nie verwendet, deswegen kann Haskell nicht. Also was passiert, wenn wir das da aufrufen? Es kommt Hallo Welt, das war nämlich das erste Print, dann kommt Verarscht und dann kommt nichts mehr weiter. Seht ihr das? Wir verschaffen uns Zugriff auf die Continuation, auf das K, und dann rufen wir K nicht auf. Daher wird das weitere Fortgehen vom Programm, wie es irgendwie beschrieben worden wäre durch diese drei Zeilen, das wird niemals aufrufen. Diese Zeilen werden niemals aufgerufen. Stattdessen passiert etwas ganz anderes, nämlich das, was hier steht. Was wir auch machen können, ist die Continuation schon aufrufen mit dem Wert 10 und dann hinterher nochmal eine Meldung ausgeben. Ja? Meldung. Was jetzt passieren wird, ist, dass erst Hallo Welt ausgegeben wird, dann verarscht, dann wird der reguläre Programmfortlauf fortgesetzt, das heißt, diese drei Zeilen werden ausgeführt mit dem Wert 10. Und anschließend wird nochmal Meldung ausgegeben. Wisst ihr was? Hallo Welt, verarscht. Jetzt die drei Zeilen, die drei Zeilen Code, die zu zwei Ausgaben führen. Das Ergebnis lautet 10, fest genug Spaß. Und dann Meldung. Wir können auch die Continuation nehmen. Also. Das heißt, jetzt werden diese drei Zeilen Code, den Fortgang des Programms, die werden jetzt zweimal aufrufen. Einmal mit dem Wert 10, einmal mit dem Wert 20. Das geht jetzt noch auf 10, hast du noch Spaß, das geht jetzt noch auf 20, das geht noch Spaß. Das ist die Grundidee von Continuations. So, jetzt wäre ein guter Zeitpunkt, erst noch Fragen dazu. Kann man das bestellen? Kann man etwas beschränken auf eine Teile? Ja, kann man. Tatsächlich ist das ja automatisch schon passiert. Und bei den Haskell sind der Continuations nicht eingebaut, sondern nachträglich in der Bibliothek entwickelt. Und alle Magie von den Continuations kann sich höchstens erstrecken bis zu dieser Zeile, wo wir hier irgendwie diese Continuation-Magie eben entpacken. Ja? Das wird offensichtlicher, wenn ich das da mache. Lass uns danach mal noch was ausgeben. Hier ist das Ende. So. Und lass uns wieder diese Situation machen, dass wir die Continuation gar nicht aufführen. Gar nicht ausführen. Was dann der Fall sein wird, ist, dass das hier trotzdem ausgeführt wird, weil die Macht der Continuations erstreckt sich nur innerhalb dieses Blocks. Diese drei Zeilen hier werden nicht ausgeführt, ne, weil hier wird die Continuation, der wir uns Zugriff verschaffen mit dem K, nicht ausgeführt. Aber nach dieser Zeile ist die Magie der Continuations wieder vorbei und das wird ganz normal ausgeführt werden. Das ist das. Hallo Welt, verarscht, Meldung und trotzdem kommt noch, hier ist das Ende. Ja. Das heißt, die Magie von Continuations, die Reichweite ist sowieso in Haskell immer beschränkt bis zum Run-Cont-T.
Man kann aber eine Bonusfrage stellen, nämlich kann ich auch in nochmal kleinere Bereiche haben, wo ich eine Beschränkung drin habe. Das werde ich sehen. Genau. Und das geht nicht mit Continuations, aber mit einer Sache, die Delimited Continuations heißen und nochmal eine Stufe krasser sind. Für die gibt es auch Hash-Bibliotheken, aber ich kenne mich zu wenig damit hinaus, um das hier thematisieren zu können. Insbesondere weiß ich nicht, was unter der Curry-Howard-Brille zur Delimited Continuations gehört. Also ich weiß, zur normalen Continuations gehört klassische Logik. Und ich verstehe ja klassische Logik, deswegen verstehe ich auch Continuations. Aber ich weiß nicht, was zu Delimited Continuations gehört, deswegen verstehe ich Delimited Continuations. Okay, weiter dran. Also ich freue mich, wenn wir einfach alle an dem Punkt sind, dass wir verstehen, was Continuations sind. Die bilden den Fortgang des Programms ab. Und in manchen Sprachen kann ich mir halt Zugriff zu dieser Continuation verschaffen und dann entscheiden, wie oft ich sie aufrufe. Gar nicht einmal, mehrmal. Was ist der Unterschied zu einer, zum Funktionsaufruf? Wenn Funktionsaufruf? Also. Genau, da wird. Da springe ich halt in die Funktion rein, die Funktion macht irgendwas, dann gibt es ein Ergebnis zurück an den Aufrufer, ein Ergebnis zurück an den Aufrufer und dann geht es weiter. Ja? Eine normale Funktion hat nicht die Möglichkeit, gar nicht zurückzuspringen zu den Aufrufer. Eine normale Funktion hat auch nicht die Möglichkeit, fünfmal zurückzuspringen zum Aufrufer. Eine normale Funktion springt einmal zurück zum Aufrufer mit dem Ergebnis, was sie berechnet. Ja, dieses Programm kann ich ja auch mit zwei Funktionsaufrufen abbilden. Also. Du meinst mit der Continuation passend zu zwei Funktionen? Genau, das mache ich jetzt auch gleich noch. Genau, ja. Damit kann man sie emulieren, wenn man Sprache nicht spricht. Aber okay. Ich würde jetzt zwei Sachen machen. Zum einen würde ich zeigen wollen, wie man Continuations umsetzen kann, wenn man leider in einer Programmiersprache kann, dass die keine Continuations kann. Und zum anderen will ich coole Anwendungen von Continuations vorstellen. Ja. Und wir machen die Anwendung zuerst. Ja? Gut. Sowas wie die Standardanwendung in Haskell für Continuations ist Zurückspringen aus Blöcken, vorzeitiges Verlassen von Blöcken. Normales imperative Sprachen, ja, die haben ja schon Statements, um irgendwie einen Block zu verlassen. Die haben einen Return oder sowas, damit kann ich vorzeitig eine Routine verlassen. Oder die haben innerhalb von Vorschleifen sowas wie einen Break, um aus der Vorschleife rauszuspringen und die restlichen Elemente nicht zu machen. Ja. Solche Sprachkonstrukte hat Haskell zunächst nicht. Braucht es aber auch nicht, weil Haskell unterstützt mit der Bibliothek Monaden. Und mit Monaden können wir das alles nachmachen. Zeige ich euch. Also wir aktivieren wieder die Magie von Monaden. Und jetzt machen wir eine Vorschleife von 1 bis 10. Und im einfachsten Fall printen wir jetzt einfach i aus. Geht noch nicht. Unter anderem, weil ich Control.monad noch nicht geladen habe. Und weil das mit i. Und so, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja? Ganz normaler Code. Hier haben wir die Liste von 1 bis 10. Das wird jeweils von i übergeben. Und jetzt print i. Ja? Und jetzt wollen wir aber sowas machen, wie dass, wenn i gleich 5 ist, dann wollen wir irgendwie breaken. Dann wollen wir irgendwie aus der Schleife rausgehen. Ansonsten ist alles okay und wir machen nichts Bestimmtes. Wir schreiben nochmal was aus. Wir sagen, bisher alles okay. Ja. So, jetzt gibt es ein Problem, nämlich Break. Das habe ich mir gerade gefunden. Das existiert gar nicht. Ja. Gibt es Break? Ah ja, in der List gibt es so ein Break-Ding. Ne? Nennen wir das Exit, ja? Um die Schleife zu verlassen. Gut. Jetzt sagt er mir not in scope Exit. Ja? Wie kann ich das jetzt emulieren? Ich verschaffe mir Zugriff auf die Continuation. Ich überlege gerade, an welcher Stelle ich das am besten mache. Danke. So. Und hier rufe ich einfach die Continuation auf. Dahinter machen wir noch irgendwas, um
zu demonstrieren, dass alles danach weitergeht. Ja? Testen wir es kurz. Aha, sorry. War nicht, also es geht immer noch 6 bis 10, ne? Das war nicht das, was ich wollte. Und sieht jemand den Fehler? In dem Vor. Ja. Du bist im Vor aus, egal ob du weitergehst oder. Ja. Jetzt ist das richtig. Ich habe schon vorher bei Gordon nicht was erzählt, dann ist das richtig. Genau. Okay, das klären wir gleich. Ich will noch weitere Beispiele machen. Und Ohm hatte doch auch, nachdem du K aufgeführt hast, Meldungen ausgegeben. Das ist genauso macht Ohm, nachdem du K ausgeführt hast, weiter mit der Vorschleife. Genau, also das ist richtig und. Genau, ich stehe gerade auf dem Schlauch. Die anwesenden Experten überlegen sich eine verständliche Erklärung für das Verhalten, aber ich will noch weitere Beispiele zeigen. Ja? Ich würde gerne das Verhalten wissen. Okay, auf jeden Fall, das wollte ich auf jeden Fall zeigen, weil das ist so ein Standardidiom in Haskell, wo man, wenn man das erste Mal sieht, völlig ausrastet, ja, weil man hat keine Ahnung von Combinations, aber das ist nur eine Art und Weise, um halt so was wie Breaks oder sowas hinzukriegen. Ja? Ich rufe hier die Combinations vorzeitig auf und daher habe ich den Rest nicht mehr drin. Was ich mit Combinations, vielleicht noch kurz den Unterschied klären zwischen Go-To und Combinations. Also Go-To gibt es ja in vielen alten Programmiersprachen, da kann ich einfach zu einer Zeilennummer springen. Und mit Continuations kann ich auch ähnlich springen. Was ist der Unterschied? Wenn man sagt, dass Continuations Go-To auf Steroiden sind, weil sie aus zwei Gründen viel, viel mächtiger sind, als wie ein einfaches Go-To. Die eine Sache ist, Continuations sind First-Class-Values. Das heißt, ich kann zum Beispiel eine Continuation auch in einer Variable speichern, und irgendwann später mal aufrufen. Das kann ich nicht beim Go-To, es sei denn, ich habe irgendwie eine Sprache, die Go-To und dann eine Variable statt einer echten Zeilennummer. Ja? Speicheradresse. Das ist eine Speicheradresse, genau, eine Jump. Irgendwie. Aber der zweite wesentliche Unterschied ist, bei einem Go-To, da bin ich einfach dann wieder an der früheren oder auch späteren Stelle im Code. Und die Variablen, die dieser Code halt dann benutzt, sind halt die, wie sie zufälligerweise gerade im Speicher liegen. Bei Continuations ist es dagegen so, dass der komplette Zustand von lokalen Variablen wieder so ist, wie als die Continuation genommen wird. Nebenwirkungen, wie irgendwie Veränderungen von globalen Variablen, können natürlich nicht rückgängig gemacht werden durch eine Continuation. Aber der ganze Kontext von lokalen Variablen, wie zum Beispiel so ein i hier, wird nach Nehmen der Continuation wieder der sein, wie als die Continuation gespeichert wurde. Also ich könnte hier prinzipiell auch statt hier K aufzurufen, könnte ich K in irgendeiner Variable speichern und irgendwann später Zugriff nehmen auf die Variable, Daten die Continuation nehmen und dann bin ich wieder hier an der Stelle, wo ich war und das I ist wieder 5 in diesem Fall. Das sind die zwei Sachen. Okay, also das ist eine schöne Anwendung. Einfach Breaks machen. Eine andere Anwendung ist Nicht-Determinismus. Kann ich kurz eine Frage stellen? Auf jeden Fall. Du sagst, wenn du das K später, also wenn du das K jetzt hier speicherst und später irgendwo nimmst, dann ist das I wieder 5. Ja. Das K bezieht sich doch auf das Äußere. Auf das Äußere, okay. Das heißt, dann würde die Schleife weitergehen und zwar mit I gleich 6 würde sie weitergehen. Ich dachte, mit dem Call zu C Aufruf merkst du dir das K. Aha, genau. Und nicht zu dem Zeitpunkt gibt es noch. Ja, genau, ist recht. Okay. Genau, ich soll das nochmal klar sagen, um hier nicht zu Verwirrung zu kommen. Dieses K hier, ja, welche Continuation ist das? Das hatte ich gerade falsch gesagt, jetzt sage ich es richtig. Dieses K hier ist die Continuation, wie es weitergeht nach diesem Aufruf von dem Call CC. Genau. Das heißt, es ist eine Möglichkeit, wieder hier hinzuspringen. Und wenn ich hier drin irgendein J auf 10 gemacht hätte, dann wäre das J weiterhin 10. Ja. Was ich auch machen könnte an dieser Stelle, wäre die jetzige Continuation nochmal nehmen mit einem neuen Aufruf
von Cont oder Holz C und diese neue Continuation speichern. Und dann wäre, hätte die sich gemerkt, dass sie widerspricht. Genau, vielen Dank. Okay, nicht die Stellungsmodus. Sagen wir jetzt, wir suchen pythagoreische Triebe. Also Zahlen, natürliche Zahlen A, B, C, sodass A Quadrat plus B Quadrat gleich C Quadrat ist. Ja? Dann könnte ich Ihnen sagen, na gut, sei A eine von den Zahlen, sagen wir 1 bis 10. Und sei B eine von den Zahlen 1 bis 10. Und sei C eine von den Zahlen 1 bis 10. Und jetzt lass einfach hoffen, dass A Quadrat plus B Quadrat gleich C Quadrat ist. Wenn ja, dann geben wir das Bündel aus und freuen uns. Ansonsten crashen wir. Gut, und jetzt wäre die Aufgabe, diesen Code, der verwendet noch zur Hilfsroutine, nämlich Crash und AMB, diesen Code ausführbar zu machen. Lasst uns die Funktion Crash schreiben. Und mal schauen, was die Typsignal präsentiert. Das kann das Ding nicht erschließen. So, das haben wir vorhin schon gesehen. Ich will einfach mir Zugriff zur Continuation verschaffen und sie dann nicht aufrufen. Ja, das ist quasi ein Absturz des Programms. Alle folgenden Befehle, die noch kämen, werden nicht ausgeführt. Ja? Das heißt, ich kann sowas machen. Return kann man auch immer zu, das ist die Aktion in Haskell, die einfach nichts macht. Ja? Lassen uns A und B noch als undefined definieren, damit es prinzipiell durchkompiliert. Dann können wir uns nämlich überraschen lassen, was der Typ von dem Crash ist. Das liest sich so, innerhalb der Kontmagie ist es eine IO-Aktion, die irgendeinen Wert zurückgibt. Gut. Und jetzt lasst uns das AMB implementieren. Das nimmt eine Liste von zum Beispiel Zahlen, die alle ausprobiert werden sollen. Das heißt, was wir jetzt machen ist, wir rufen die Continuation K nicht nur einmal irgendwie auf mit irgendeinem konkreten Wert, sondern nacheinander mit jedem Wert, der in der Liste XS drin steht. Mit einem Mess auf K anzusetzen. So, jetzt kompiliert es. Und wir können es ausführen. Und dann kommen genau die pythagorischen Triebel in dem Bereich. 3 Quadrat plus 4 Quadrat durch 5 Quadrat, 9 plus 16 durch 25 Stunden. Was bringt einem das? Brauchte man hier wirklich Continuations, um das hinzukriegen? Nein, brauchte man nicht. Man könnte diesen Code auch umschreiben, dass man sowas macht wie ohne Continuations, irgendwie 1 bis 10 soll A sein, dann B, dann C und dann hier der Test und so weiter und so fort. Das geht auch. Aber ihr kennt zwei Nachteile von dieser Fassung des Codes versus die obige Fassung des Codes. Die eine ist ganz banaler Natur, ich muss jetzt immer weiter einrücken, um hier die Schleifen hinzukriegen. Ja? Ich kann mich natürlich entscheiden, grundsätzlich zwar schon einzurücken, aber nicht, wenn ich vor auf eine solche Art und Weise zum Beispiel verwende, dann sieht es wieder wieder ein bisschen besser aus. Ja? Dann sieht es wieder so aus. Kannst du auch über List Comprehension? Genau, ich habe sowieso auch eine viel bessere Monade, die das für mich kann. In Haskell, ne? Aber angenommen, ich programmiere ein JavaScript oder sowas, wo ich nicht eine Listenmonade habe. Oder wo ich keine tolle Syntax für eine Listenmonade habe. Dann muss ich das irgendwie so machen. Aber es gibt noch ein schlimmeres Problem, nämlich wenn ich das mit dem Force mache, dann ist die Struktur dieses Backtrackings, also die Struktur des Ausprobierens, von vornherein festgelegt. Ich habe hier halt drei verschachtelte Force-Leiten. Ich kann nicht, je nachdem, was eine Variable ist, zum Beispiel noch eine vierte Force-Leife dazu machen oder nicht. Force-Leifen sind ein syntaktisches Konstrukt. Ich kann nicht innerhalb einer if-Anwendung eine Force-Leife aufmachen, die außerhalb wieder zugehen oder so. Das geht nicht. Das heißt, hier ist das Programm von vornherein festgelegt, dass es irgendwie Triple probiert. Ich kann nicht ein Programm schreiben zur Vorschleifen, was erstmal eine Zahl n vom Benutzer einliest, n zum Beispiel gleich 3, und sich dann entweder um pythagorische Triple kümmert oder um pythagorische Quartette oder Quintuple oder sowas, weil ich halt je nachdem eine Vorschleife mehr bräuchte. Ich kann das emulieren mit Vorschleifen, aber irgendwann muss ich mich konzentrieren, das macht nicht so viel Spaß. Dagegen mit dem AMB-Operator, das ist überhaupt kein Problem. Ja? Da kann ich auch
je nach Impfanweisung kann ich nochmal das AMB ausführen, ob dann noch eine Waffe hat. Das heißt, Continuations erlauben es, so Nicht-Determinismus strukturierter und dynamischer zu machen. Ja? Ich kann zur Laufzeit die Art und Weise, wie ich den Nicht-Determinismus verwende, noch anpassen. Das muss nicht zur Fallzeit feststehen. Standardanwendung, wo das genutzt wird, ist, wenn ich so einen Sudoku-Löser schreiben will. Ja? Dann mache ich mir erstmal irgendwie, keine Ahnung, 9 Variablen oder 100 Variablen für all die Platzhalter von meinem Sudoku. Und dann mache ich halt If-Anweisungen, ob es zufälligerweise eine richtige Lösung ist, und dann lasse ich es noch. Und ich muss mich halt nicht mehr darum scheren, dass, wenn es nicht geklappt hat, dass ich wieder zurückspringe. Das macht die Continuation mal nachher dann. Okay. Ich könnte euch fragen, was zu überlegen, sonst kommt das nächste Beispiel, nämlich Reinversion von Kontrolle, wenn man 3D-Grafik an der Wand schreibt. Okay, Reinversion von Kontrolle. Was heißt brauchen wir wirklich? Ich meine, wir können es neu implementieren. Also, warte, wo meinst du? Ich kann es aber doch bei der Definition. Ja. Wir brauchen halt ein. Ja, oder wir müssen halt irgendwie K mehrmals aufrufen, für jede Möglichkeit einmal. Normales Map würde ausreichen. Achso, ein normales Map würde hier nicht ausreichen, wir brauchen Map M. Genau, weil. Sorry, K. Weil K selbst Werte in einer Monade produziert. Genau, okay. Das ganze Beispiel ist hier nicht mit Continuation-Monade gemacht, sondern mit dem Continuation-Monaden-Transformer, der aus der IO-Monade eine noch krassere Monade macht, nämlich die IO-Kern und außerdem Continuations. Das habe ich deswegen gemacht, weil ich wollte die ganze Zeit hier imperativ programmieren, dass wir so Prints haben und so weiter. Aber oft werden Continuations in Haskell auch angewendet, ohne dass es nochmal eine IO-Monade irgendwie mitspielt. Ja? Also Continuations kann man da rein in den klugen Kontext verwenden. Okay. Lasst uns Reinversion der Kontrolle anschauen. Das Beispiel stammt nicht von mir, sondern von SiegFPE, dessen Blog ihr hoffentlich alle minutiös studiert. Extrem geiles Blog. Jeder einzelne Blogpost ist Gold wert. Man kann Stunden darin verbringen und wirklich alle Einsichten zu miteinander beziehen. Ich zeige euch mal, was das dann fertig macht. Achtung, erwartet nicht zu viel. Sonst den Move. Gut, so, das ist das Programm. So, gehen wir mal kurz grob durch, wie das funktioniert. Ja? Also, Display hier, das ist eine Funktion, die erwartet also so eine y-Koordinate und zeichnet dann diese schräge Linie, je nachdem was y ist, ist der Winkel von der Linie und ist der Startwert ein anderer. Ja? Dafür gibt es aus dem OpenGL so eine Funktion RenderPrimitiv, LineStrip, und da muss ich hier die Eckpunkte angeben. Der eine Eckpunkt hat die Koordinaten, der andere Eckpunkt hat die Koordinaten. SparkOffers, das ist hier so eine Sache, das ist nicht flackert, das ist oft so bei den 3D-Anwendungen, dass ich immer einen Buffer habe, der gerade sichtbar ist, und während ich das nächste Bild male, was in 10 Millisekunden sichtbar ist, dann male ich das nicht auf dem Bildschirm, weil sonst könnte ein aufmerksamer Beobachter sehen, wie langsam diese Linie entsteht, ja? Sondern ich male das auf einem anderen geheimen Buffer, warte bis ich fertig bin, male, und dann tausche ich einfach blitzschnell die beiden Buffer aus. Okay, aber wesentlicher Punkt ist, das ist also irgendwie OpenGL, um diese Linie zu zeichnen. Kann man mal zeigen? Was es macht, weißt du? Ja. Ja, okay. Also wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich ja schon einen Eindruck der Animation gesehen. Das ist die schönste Linie, die ich je gesehen habe. Die ist mit Haskell gemacht. Auch sieht man. Okay. Wie sieht das Hauptprogramm aus? Das ist halt so Standard OpenGL-Code, den man halt immer braucht. Zum Beispiel hier sage ich, die Fenstergröße soll 500x500 Pixel sein. Das wird dann sowieso von meinem Window-Manager ignoriert, weil ich X-Mod verwende und jetzt gibt es ein Vollbild an. Dann sage ich irgendwie, ich will RGB verwenden und so weiter. Das würde die Titelleiste des Fensters geschrieben werden, wenn mein Fenstermanager Titelleiste anzeigen würde.
Hier setze ich so ein bisschen die Perspektive, von der ich drauf schaue. Prinzipiell halt funktioniert das 3D. Und dann wird hier die Funktion Imperative aufgerufen. Das ist das da. Die erkennt jetzt den eigentlichen Code, um Zeug zu zeichnen. Und anschließend, das ist die letzte Sache, wird Main aufgerufen. So. Schauen wir uns diese Funktion an. Ich behaupte nämlich, dass die in einem sehr intuitiven Stil geschrieben ist. Forever, das heißt, wiederhole das da ohne Unterlass. Ja. Und was soll passieren? Hier gehen wir so Y-Werte durch, von minus 1 bis 1, hier im Abstand 0,008. Und was machen wir? Wir tun jeweils unsere Funktion Display aufrufen, die eben diese schräge Linie zeichnet. Und danach den Yield, um quasi Pause zu machen. Ja. So, der Punkt ist, dass dieser Code hier wunderschöner imperativer Code ist. In QBasic der 90er Jahre hätte das ganz genauso ausgesehen. Ich habe eine Vorschleife, die geht ein paar Werte durch, ich zeichne immer was, warte ein bisschen und dann zeichne ich weiter. Okay, wenn ihr nicht bisher mit OpenGL in Haskell programmiert habt, dann findet ihr das jetzt auch völlig okay. Das ist ein akzeptabler Code, um diese Animation zu schreiben. Der Punkt ist nur, dass das nur möglich wurde, den Code auf so eine einfache Art und Weise zu schreiben, dank der Magie von Continuations. OpenGL mag es nämlich gar nicht, dass man einfach Sachen auf den Bildschirm malt oder sowas oder einfach weiterrechnet, sondern bei OpenGL ist es so, dass es selbst so eine Main-Loop hat. Das ist auch das, was hier aufgerufen wird. Und tatsächlich, das sieht ja anders aus, aber tatsächlich wird diese Zeile sofort aufgerufen, also nicht erst irgendwie ganz am Ende, wenn die Animation manchmal auch durch ist, sondern die wird fast sofort nach dem Imperative aufgerufen. Und diese Main-Loop, das ist eine Funktion, die wenig kontrolliert ist von der OpenGL-Bibliothek gegeben, die kümmert sich darum, dass ständig alles Mögliche abgehandelt wird, was abgehandelt werden muss. Zum Beispiel, wenn ich das Fenster schließen will, ja, dann bekommt das Programm so ein Fenster-Schließen-Event und darauf muss es reagieren, indem es sich beendet. Oder wenn ich die Maus bewege, dann bekommt es Events, dass sich die Maus bewegt hat, darauf muss es reagieren, im Zweifel ignorieren, aber es muss sich irgendwie entgegennehmen und was mit ihm machen. Ja. Und es muss die ganze Kommunikation mit der Grafikkarte tätigen und so weiter. Und die Main-Loop ist so gestrickt halt, dass ich die Kontrolle an die Main-Loop abgebe. Das nennt sich Inversion der Kontrolle. Und dann habe ich als Programmierer ein Problem, weil ich kann nicht mehr einfach untereinander Code schreiben, der dann nach und nach ausgeführt wird, sondern ich muss immer OpenGL bitten, mich auszuführen. Das passiert, dazu muss ich ein sogenanntes Callback installieren. Idle Callback Dollar ist gleich und dann Code von mir. Wenn ich diese Funktion aufrufe, dann teile ich OpenGL mit, dass es bitte bei der nächsten Gelegenheit, wann es OpenGL passt, meinen Code ausführen möge. Wenn ich nicht Continuation zur Verfügung habe, muss ich den Code also wie folgt umstrukturieren. Ich brauche irgendwie eine globale Variable, die aktuell den aktuellen Wert von dem Y enthält, wie weit also die Animation fortgeschritten ist. Und dann installiere ich eben so einen Handler. Hey, wenn du bereit bist, dann ruf mich bitte auch mit vollem Code. Da schreibe ich dann den Code rein, der diese Variable, der in diese Linie zeichnet, dann ist es noch ein bisschen erhöht und sich dann wieder installiert als Callback-Händler. Und so kann ich das machen, aber es führt zu einem unnatürlichen Programmierstil, weil ich plötzlich eine globale Variable erfinden musste, ja, nur um diese wiederholten Aufrufe von Callback zu übernehmen. Das ist schlecht. Ja. Im Fall von so einer ganz einfachen Animation ist es noch in Ordnung, dann habe ich halt eine globale Variable, das kann ich nur überblicken. Ja. Aber wenn das ein komplizierteres Programm werden soll, wenn das ein cooles 3D-Spiel werden soll, dann habe ich ganz viel Zustand und vielleicht nicht nur Zustand von Sachen, sondern ich war vielleicht irgendwie tief in der Vorschleife drin, wollte dort jetzt gerade was malen und dann weitermachen, aber das geht dann halt auch nicht, ja, sondern ich muss, wenn ich nicht Continuation-Magie habe, muss ich hier OpenGL bitten, da was zu malen. Und dann muss ich mir irgendwie speichern, dass das nächste Mal, wenn das Callback, wenn ich wieder aufrufen werde, dass ich wieder da reinspringe. Und dann muss ich meinen Code irgendwie komplett volllöchern mit Ifs, die Programmlücken springen und direkt dahin gehen, wenn irgendeine Variable gesetzt wird. Das ist super sprünglich, man kann damit nicht programmieren. Ja? Wie geht es mit der Continuation-Magie? Extrem easy. Nämlich, so ist das Yield implementiert. Wir verschaffen uns Zugriff zur aktuellen Continuation, hier F genannt. So, und jetzt rufen wir F nicht sofort auf,
davon haben wir nichts, sondern wir setzen F eben als Idle Callback. Das heißt, wir bitten OpenGL, sobald es Muße hat, F aufzurufen. Dieser Aufruf hier terminiert also sofort. Ja, das registriert sich eben nur in OpenGL, dass später irgendwas gemacht werden muss. OpenGL ist wieder dran in der Main Loop, macht weiter, verarbeitet Events. Irgendwann hat OpenGL Lust, das Idle Callback aufzurufen. Und dann rückt es also unser App auf, also unsere Continuation, also den Fortgang von unserem Programm. Und das heißt Re-Inversion der Kontrolle. Wir haben wieder die Kontrolle zurück erlangt. Wir können wieder rein imperativ programmieren, obwohl in Wahrheit die ganze Zeit das so ein Callback-basiertes Modell ist, dass wir immer OpenGL bitten, mit einer anderen Aktion später weiterzumachen. Also das ist eine ganz, ganz mächtige Anwendung. Da bringt es auch wirklich was, dass Continuations First Class Werte sind, die man in Variablen speichern kann, die halt hier in diesem Callback Händler der später ausgeführt. Läuft die Linienanimation schneller, wenn dein Rechner schneller wird? Momentan glaube ich schon, ja. Weil ich hier nirgendwo irgendwie eingebaut habe, dass ich mal warte, bis so und so viele Millisekunden vergangen sind. Also das war die Peak-Performance von deinem Rechner gerade? Das war die Peak-Performance von meinem Rechner, ja? Um eine Linie zu machen. Dabei muss man sagen, dass die, glaube ich, dreidimensional war und dann gerendert wurde, ja? Also irgendwann wurde mal Cosinus und Sinus verwendet. Warum beendet das Imperativ, oder warum ist es sofort evaluiert? Genau. Ist es forever? Lass uns nochmal genau klären. Ich habe vorhin gesagt, dass Main-Loop wird quasi sofort nach dem sofort evaluiert. Das ist war nicht ganz richtig, die ganz korrekte Sache ist so, sobald das erste Mal Yield ausgeführt wird, dann wird der weitere Fortgang erstmal gestoppt, weil das Yield steht eben dafür, dass das Callback nicht dass die Continuation nicht ausgeführt wird, sondern nur gespeichert wird in diesem Idle Callback. Und wenn ein Callback fertig ist mit dem Hinterlegen dieser Information, dann ist es fertig und dann springt die Programm Logik, die Programmausführung hier zu wählen. Und Imperative ist dann erstmal beendet. Ja? Also Imperative hat seinen Job getan, nämlich ein Callback installiert. Mhm. Und wenn die Mailing Lust hat, dann ruft sie später das Callback auf. Und dann sind wir also hier nach dem ersten Yield. Dann sind wir wieder hier bei dem nächsten Core, wir rufen das Render auf, sind wieder beim Yield und dann ist es wieder erstmal erledigt, aber wir hinterlegen ein aktualisiertes Callback. Könnten wir das Programm jetzt auch so schreiben, dass wir eben nicht erstmal Imperative aufrufen, das dann so ein bisschen läuft, sondern Imperative nur als Idle Callback installieren und dann direkt an den Main Loop übergeben? Das sollte gehen. Nämlich, mal schauen, wie jetzt die Typen sind, ja? Geil. Genau. Das heißt, was man jetzt, glaube ich, sehen sollte, ist, dass ganz am Anfang, in den Millisekunden oder sowas, der Bildschirm komplett schwarz ist. Weil wir noch, also wenn wir das Main-Up das erste Mal starten, hatten wir noch keinen Display-Command abgeschickt. Maxim? Will ich mir eine Frage dazu? Und du hast gemeint, wenn wir jetzt Main Loop aufrufen, dann ist. Nein, das ist, glaube ich, keine Frage. Wir können zum Beispiel auch noch die Main Loop weglassen. So ist viel besser. Da passiert einfach gar nichts. Ja. Wir können auch wieder sicherheitshalber okay sagen, na gut, dann rufen wir jetzt Imperative aber auch. Dann kommt sogar Absturz, ja, weil ich darf nicht zeichnen, bevor, wenn ich irgendwie die Main, wenn ich nicht im Kontext von der Main. Also das hier heißt Re-Inversion der Kontrolle. Das ist eine schöne Möglichkeit, um mit Bibliotheken umzugehen, die dummerweise Inversion der Kontrolle betreiben. Und mir also nicht mehr erlauben zu sagen, was der nächste Befehl ist nach einem Vorhinein. Crasht das jetzt so nicht? Der zeichnet doch auch erst, der ruft am Anfang einmal ein Render-Display -1 auf. Ja, es ist eine gute Frage. Ich bin überhaupt kein OpenGL-Experte. Ich nehme an,
dass es einen subtilen Unterschied gibt. Also ich zeichne nämlich auch nicht wirklich da, sondern ich setze auch nur ein Display-Callback. Ich kann dann auch nicht zeichnen, sondern ich kann nur darum bitten, bei Gelegenheit folgenden Code auszuführen, der dann das zeichnet. Ich nehme an, dass es damit zusammenhängt, aber ich weiß es nicht. Ich glaube, das macht einen Unterschied, ob du sagst, er soll auf dem Mehr-Display was zeichnen und er soll auch oben schon was zeichnen oder was zeichnen. Kannst du das nicht fragen? Aber wenn wir den Main-Loop wegmachen, wir kommen doch bis zu dem Render. Bis zum Render kommen wir, ja. Wo er sagt, setze irgendeinen Display-Callback, was auch immer. Und dann setzen wir mit dem Yield setzen wir einen Idle-Callback. Aber so weit sollten wir doch gar nicht. Ach, das festsetzen schon noch, genau. Und dann ist es erledigt eigentlich, genau. Kannst du mal bei dem Main ganz hochscrollen? Vielleicht kommt übrigens der Fehler auf, lass mal hier noch mal. Hier unendlich loopen. Genau, oder einen Kurzstring, vielleicht kommt der Fehler auch nur in Beenden oder sowas. Jetzt kommt der Fehler auch gar nicht. Alles klar. Kommt der jetzt wieder? Aha. Okay, das ist ein bisschen seltsam. Also ich lade dich ein, das Problem zu gemacht. Kannst du mal hochscrollen, das obere Ende von der Main interessiert mich? Sag mal, hochscrollen, ja. Okay. Genau. Sieht man nachher die Team-Main-Funktion. Mhm. Ich habe mich bloß gefragt, ob da noch irgendein Rapper aus dem Moment ist. Nee, genau. Nee, das hätte natürlich gut sein können, das hätte jetzt auch alles erklärt, aber war es nicht, ja. Okay. Kannst du das zweite Yield im Imperative entfernen und den Main-Loop wieder dran machen? Das zweite dieses hier? Ja. Dann springt der bloß einmal schneller. Dann springt er nur einmal schneller, genau. Ja. Plus 1, minus 1 Übergang ist, ist dann eine Millisekunde zu schnell. Genau. Ist das? Quasi jedes Yield macht eine Pause, ne? Und jetzt noch eine Pause weniger. Wir hatten vorher eine Pause zwischen, also immer nach Ende eines Zwischensprungs hatten wir keine Pause, jetzt haben wir keine Pause. Jetzt mit dem zweiten Yield wird ein Bild doppelt so lange angezeigt. Jetzt ist es genau ein Render pro Yield. Achso, ja genau. Genau. Ich bin halt einfach auch sehr seltsam. Man hat die, also Reinitialisierungsfehler. Ja. Das heißt, wenn wir also zweimal nicht dann einmal zwingen. Ja, ja. Das ist schon sehr absurd. Okay, jetzt sage ich noch eine ganz kurze Anwendung. Und dann, wie man das eben implementiert. Die ganz kurze Anwendung ist, das sagst du einfach was mit was im Dritten, ja? So. Ich tippe das kurz. Also manchmal haben wir bei Programmieren die Situation, dass wir glücklich sind mit jeder von folgenden beiden Ergebnissen. Entweder wir haben einen bestimmten Wert von irgendeinem Typ, der irgendwie was Besonderes ist. Zum Beispiel wir haben vom Typ Steine, haben wir den Stein der Weisen. Ja. Oder wir sind glücklich damit, dass wir, wenn wir so einen speziellen Wert hätten, dass wir dann irgendwie weitermachen könnten. In so einer Situation kann man Continuation verwenden, um das abbilden zu können, um damit gut rechnen zu können. So, also ich bitte das Gesetz mal ausgeschlossen für Umlaufen zu melden, orakelhaft mir zu sagen, was der Fall ist. Vielleicht haben wir ein X, dann können wir uns darüber freuen, dass wir das X haben. Ja? Und sowas sagen wie X gefunden. Gut. Oder aber wir haben kein X zu dem Zeitpunkt. Dann können wir irgendwie weitermachen, ja? Ich suche nach einem X. Und
Und interessant ist das Ganze jetzt, dass wenn es schaffen sollte, später im weiteren Fortgang so nichts zu finden. Zum Beispiel den Stein der Weisheit. Dann kann ich F hier aufrufen und der Effekt davon wird sein, dass das gesamte Programm zurückgespult wird, wieder an die Stelle, wo das Orakel gefragt wurde und dass wir dann in diesen Code reinspringen. Eine Anwendung von dem Ganzen ich sage kurz eine Anwendung, die nicht gelogen ist, ja? auch wenn nicht alle hier die Vorkenntnisse haben, um sie zu verstehen, aber sie ist wirklich nicht gelogen, deswegen ist es eigentlich eine schöne Anwendung. Angenommen, ihr wollt, ihr habt einen Polynomring, Qx, und ihr teilt ein Polynom f raus und ihr wollt in dem rechnen, das dauert nur 30 Sekunden. Dann wäre es richtig geil, wenn ihr eine Primfaktorisierung von f habt. Die kann man bestimmen, aber es kostet viel Zeit. Was man auch machen kann, ist erstmal sagen, na gut, vielleicht hat das, entweder ist